Bevor nächstes Jahr der 9. Teil von Fast and Furious ins Rennen geht, kommt noch ein neuer Teil bzw. ein Spin-off des Franchises raus. Die Rede ist von Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. Anscheinend braucht auch ein Franchise noch irgendwie einen Spin-off und noch einen neuen Ableger und anscheinend muss heutzutage alles ein Sequel, Prequel oder Remake oder irgendwas anderes sein, sonst ist man keine erfolgreiche Filmreihe mehr. Die Entwicklung stört mich ehrlich gesagt ein bisschen, aber darüber habe ich mich ja öfter schon ein bisschen ausgelassen. Ich muss aber auch zugeben, dass ich im Großen und Ganzen die Fast and Furious Reihe mag, weil sie irgendwie weiß zu unterhalten und auch auf den Film habe ich mich ein bisschen gefreut, einfach deswegen, weil der Regisseur David Leitch ein paar gute Actionfilme gemacht hat, zum Beispiel John Wick, den ersten Teil oder Atomic Blonde oder aber Deadpool 2, die ich alle ziemlich mag, beziehungsweise Atomic Blonde finde ich in Ordnung, aber die anderen beiden mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Bei Hobbs & Shaw ist es so, dass die Story ja irgendwie an Mission Impossible 2 erinnert, denn wie auch bei Mission Impossible 2 geht es um einen tödlichen Virus, der hier im Film von Luke Shaws Schwester Hattie sichergestellt wird. Allerdings wird sie kurze Zeit später zum Sündenbock gemacht. Verstärkung bekommt sie, wie der Titel vermuten lässt, von Hobbs and Shaw, die wir ja bereits aus Fast and Furious kennen. Gemeinsam müssen sie den Virus aus ihrem Körper bekommen. Immer hinter ihnen her ist Klischee-Bösewicht Brixton mit seinem verrückten Transformers-Motorrad. Bei Fast and Furious war es ja so, dass es spätestens mit dem vierten Teil immer so ziemlich weit drüber war oder manchmal auch nur ein bisschen drüber war über der eigentlichen Logik, die so in unserer Welt existiert. Und da muss ich aber auch sagen, dass tat im Franchise ziemlich gut, dass man sich selber nicht mehr so ernst genommen hat, sondern einfach nur Spaß mit der Reihe machen wollte. Und Spaß hat man mit der Reihe auch so ziemlich, wenn man denn eben einen Fast and Furious Teil im Kino guckt. Und genau den Weg wollte Hobbs & Shaw auf jeden Fall auch einschlagen. Allerdings mit ein paar kleinen Änderungen. So ist, wie der Titel das ja schon sagt, Hobbs & Shaw sehr, sehr fokussiert auf zwei Charaktere und damit auch so ziemlich so eine Buddy-Komödie, so wie man das zum Beispiel auch aus Filmen wie Lethal Weapon kennt. Und das funktioniert meistens auch ganz gut. Vor allem funktioniert das, wenn eben die beiden Hauptdarsteller so cool sind, wie eben Jason Statham und auch The Rock. Und das sind beides Darsteller, die haben eine Präsenz, vor allem The Rock, wenn er auf der Kinoleinwand zu sehen ist, dann strotzt er einfach nur so vor Testosteron. Es macht Spaß, ihn irgendwie rumblödeln zu sehen, rumrennen zu sehen und böse Buben verprügeln zu sehen. Und das bekommt man auch alles in dem Film hier geboten. Und auch die Chemie zwischen den beiden passt ziemlich gut. Vor allem, wenn es dann irgendwelche Wortgefechte zwischen den beiden gibt. Allerdings ist das so, die Qualität schwankt da so ziemlich. Also es schwankt eh immer so auf dem Niveau zwischen sehr, sehr kindlich bis erwachsenem Humor. Ich muss auch sagen, manchmal gibt es so Szenen, die sind richtig klasse zwischen den beiden. Dann gibt es so ein Wortgefecht nach dem anderen und die Pointen sitzen da. Aber dann gibt es auch so einige Szenen zwischen den beiden. Die sind einfach nur peinlich und da wünscht man sich einfach nur, dass der Dialog schnell zu Ende geht. Oder man hat das Gefühl, dass ein Witz zu sehr ausgekostet wird und auf Biegen und Brechen wird dann versucht, da noch einen draufzusetzen. Neu im Gespann hat man auch Vanessa Kirby, die man ja auch schon aus Mission Impossible kennt. Die spielt Hattie, die Schwester von Jason Stathams Charakter. Die ist auch ganz cool, die hat auch eine schöne Präsenz, die sieht auch klasse aus und die hat auch eine gewisse Physis, dass man ihr manche Action-Szenen abkauft, gerade wenn es dann in die Prügeleien geht. Und ja, ihre Rolle hat mich halt auch sehr an diese Rolle aus Mission Impossible 2 erinnert, gerade weil sie sich diesen Virus selber injiziert und damit gewissermaßen zur lebenden Bombe wird. Und dieser neue Charakter sorgt eben auch für so eine gewisse Dynamik dann zwischen den drei. Und was man auch noch hier anders machen will als bei Fast and Furious, ist, dass man sogar noch weiter drüber sein will, als überhaupt schon Fast and Furious war. Das fängt schon beim Antagonisten an, der von Idris Elba gespielt wird, nämlich Brixton. Und das ist wirklich so der Klischee-Antagonist, den man sich nur vorstellen kann. Also wirklich, wenn die Helden entkommen, dann nimmt er seinen Helm ab, speist den auf den Boden und schreit rum. Und irgendwie war das nicht mehr so ganz zeitgemäß und überhaupt dieser ganze Antagonist, der hat mehr an einen Terminator erinnert, als irgendwie einen Schurke aus dieser Underground-Welt, die man ja von Fast and Furious kennt, oder andere Agenten oder eben irgendwelche Hacker. Das war einfach viel zu drüber, fand ich. Eigentlich schade, weil ich den Darsteller wirklich sehr gerne mag. Und was mich da auch mega genervt hat, ist sein Motorrad.
das auch eben mehr an einen Transformer erinnern wollte und nicht an irgendwie ein Motorrad, was vielleicht ein paar Hightech-Gimmicks hat. Und das passt dann eben auch irgendwie nicht in diese Fast and Furious-Welt oder in das Universum von Fast and Furious, was man hier anscheinend irgendwie so aufbauen möchte. Und überhaupt sonst sind die Grenzen der Physik sowieso komplett zunichte gemacht worden. Also die gab es auch bei Fast and Furious schon in den letzten Filmen nicht mehr, aber hier eben, ja, ist es eigentlich noch verrückter. Und das Gefühl hatte ich leider eben auch bei Fast and Furious nicht, dass den Helden hier gar nichts passieren kann. Also egal, wie hoch das Gebäude ist, von dem sie fallen, oder wie hart der Schlag ist, der sie trifft, den Helden passiert nichts. Und das merkt man wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde. Und der Film ist auch nicht kurz, der geht 2 Stunden 15 Minuten. Finde ich ehrlich gesagt bei dem Film hier auch ein bisschen lang. Auch die Action-Szenen muss ich allgemein sagen, da bin ich von David Leitch ein bisschen mehr gewohnt. Keanu Reeves zum Beispiel hat die ganzen Choreografien selber gemacht. Hier hatte ich immer das Gefühl, es wird sehr, sehr viel zerschnitten, so dass ich nicht drin war im Film und das Gefühl hatte, okay, die Darsteller kämpfen hier wirklich. Und ich finde, diesen Spagat hat Fast and Furious in den letzten Teilen einfach besser hinbekommen, dass dieser Spagat zwischen Dramatik und Spannung in den Action-Szenen und Unterhaltung durch das Drübersein irgendwie dann da besser gelungen ist in dem Film. Und das habe ich hier manchmal so ein bisschen vermisst. Und oft, also sehr oft, wurde auch wirklich mit CGI gearbeitet. Das heißt, da gibt es vielleicht mal einen Hubschrauber, der da wirklich rumfliegt und Autos, die da fahren, aber da wurde sehr, sehr viel ergänzt. Und jedes Mal, wenn eine Explosion kommt oder die von irgendwo runterfallen, dann ist das wirklich mit Computern gemacht und das sieht man wirklich. Deswegen sind die CGI-Szenen leider auch nur arg mittelmäßig. Der Stil unterscheidet sich auch so ein bisschen von Fast and Furious. Das liegt natürlich auch daran, dass man David Leitch hier als Regisseur genommen hat, der ja bei John Wick so einen schönen Neon-Stil reingebracht hat. Das war alles sehr glänzend, gerade durch die Reflexion, mit denen er gearbeitet hat, das Neonlicht eben, sehr dunkel teilweise. Diesen Stil überträgt er hier in den Film, finde ich eigentlich ganz schön. Und manchmal ist man aber doch wieder in dieser Miami Fast and Furious Welt. Das schwankt ja manchmal so in dem Film, aber man hat hier in diesem Film einfach nie so wirklich das Gefühl, dass es jetzt 100% Fast and Furious ist, sondern es ist ein Teil davon, deswegen vielleicht auch einfach nur Spin-off, aber das sind so Sachen, die dann da natürlich irgendwie auffallen. Was allerdings dann wieder funktioniert, sind ein paar Cameos, die der Regisseur aus seinen vorherigen Filmen, also Darsteller aus seinen vorherigen Filmen hier verwendet und die sind meistens auch ganz witzig und es gibt eine super Anspielung mit Jason Statham auf The Italian Job, die ich richtig klasse fand, die war wirklich gelungen. Und was man leider aber auch sagen muss bei dem Film ist, dass die Story echt nur Platzhalter ist, um die beiden Darsteller oder die drei Darsteller von einer Location zur nächsten zu kriegen, möglichst viele Setwechsel hinbekommt, damit das einen großen Production Value hat und die irgendwie von einer Action-Szene zur nächsten laufen lassen, die aber teilweise einfach nicht spannend sind. Und gerade die erste Dreiviertelstunde fand ich überhaupt nicht gelungen bei dem Film. Später wurde es ein bisschen besser, als die Darsteller sich so ein bisschen eingegroovt haben, hatte ich das Gefühl, da funktionierte das, aber es geht halt einfach nicht jede Pointe auf und die Action-Szenen, die sind eben nur teilweise, ja, unterhaltsam. Und von mir bekommt Hobbs & Shaw daher auch leider nur 5,5 Punkte. Also ihr müsst wissen, ob ihr einfach nur, ja, teilweise sinnlose Action-Unterhaltung wollt, die aber auch leider nicht immer so funktioniert. Erwartet jetzt kein Fast and Furious 7 oder 8. An die Qualität kommt der Film hier nicht ran. Es ist einfach wirklich hirnlose Action, die teilweise unterhält, teilweise aber auch leider nicht. Und deswegen eben die 5,5 Punkte. Ja, wenn ihr euch den Film trotzdem angucken wollt, dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Und sonst sehen wir uns bei einer neuen Review wieder. Und die nächste Review wird Midsommar sein, worauf ich mich sehr, sehr freue. Bis dann.